Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rayop Box von Crow. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rayop von Crow aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist das Debütalbum von Crow und dieses direkt in Box-Variante erschienen damals. Wir haben hier eine weiß-grüne Box. Auf dem Cover haben wir den Interpreten mit seiner typischen Panda-Maske. Das Ganze ist hier links und rechts auch nochmal zu sehen, also etwas verwischt von der Optik her. Links und rechts etwas unschärfer die Panda-Maske zu sehen. Hier unten lesen wir Crow Rayop. Der Albumtitel ist so eine Mischung, seine Musikrichtung, also so Rap gepaart mit Pop, daraus wird dann Rayop. Und dann haben wir noch einen FSK 0 Hinweis, also wir finden hier auch Filmmaterial vor. Das Ganze ist ein Pappschuber, der hier um eine Box drum ist. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Crow Rayop, auf der rechten Seite ebenso, unten und oben glatt weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einmal die Tracklist zur Album-CD. 13 Stück sind es geworden, keine Features vermerkt. Dann haben wir hier Bonus-Songs, das sind unter anderem 1, 2, 3, 4 Remix-Tracks und 2 Bonus-Tracks. Und dann haben wir hier CD2 mit allen Instrumentals und der DVD Road to Rayop. Es sind auch noch ein paar andere Sachen in der Box, die werden jetzt hier nicht angeführt. Was sehr spannend ist an der Box, dass die hier einmal durchnummeriert wurde. Jawohl, wir haben hier eine Gesamtauflage von 7000 Boxen und meine Box ist in diesem Fall 1999. Daneben haben wir noch einen Barcode, der ist allerdings aufgeklebt. Ich erkläre euch gleich warum. Und darunter die Beteiligten. Ja, wir machen den Pappschuber mal ab. Warum ist dieser Barcode aufgeklebt? Es gab diese Box, also ident, so wie wir sie hier sehen, Box an sich inklusive Pappschuber in 2 Varianten. Einmal die, die ich jetzt euch präsentiere, wie gesagt auf 7000 Stück limitiert. Und es gab noch eine zweite Variante, die sieht haargenau so aus wie diese, hat aber anderen Inhalt und ist auf 5000 limitiert. Also die 2 CDs und die DVD sind auch dort in der anderen Box drin. Das T-Shirt, was wir hier jetzt in M haben, beziehungsweise ich glaube in ja, schauen wir gleich, ist dort in S drinnen und wir haben dann neben anderen Inhalten, die wir jetzt hier haben, haben wir in der anderen Box dann einen MP3-Player, so einen Button zum Anstecken stattdessen. Ja, ich hatte ehrlich gesagt für diesen Button, für diesen MP3-Player jetzt nicht wirklich eine Verwendung, deswegen habe ich mich damals für diese Variante hier entschieden. So, ohne Pappschuber sieht das Ganze dann so aus, also ziemlich ident. Und dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier oben aufzuklappen. Und dann haben wir hier einmal das Shirt in der Größe M. Wie gesagt, in der anderen Box gab es das in S. Und es ist auch ein anderes Motiv. Also wir haben hier die Crow-Maske abgebildet, beziehungsweise Crow abgebildet. Und auf dem anderen Shirt, glaube ich, war nur ein Schriftzug mit Wer ist Crow oder Wer ist dieser Crow. Dann haben wir hier einen Aufnäher. Eine Gewinnspielkarte. Oder einen Gewinnspielzettel, die Instrumentals zum Album, sowie natürlich das Album in der Premium Edition im Super Jewel Case. Jawohl, von innen sieht das Ganze so aus, wir haben hier so eine schwarze Halterung, kann man sogar rausnehmen, hier hat die CD Platz, ich werde das Ganze mal so belassen und dann packen wir das Ganze wieder in den Schuber. So, gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Super Jewel Case, in diesem Fall ist das Cover nicht weiß-grün, sondern weiß und blau. Also die Grafik, die Abbildung hier ist dieselbe, nur eben in blau. Darunter lesen wir Crow Rayop Premium Edition. Wir haben hier ein Super Jewel Case mit weißem Balken auf der Seite. Hier lesen wir dann wieder Crow Rayop Limited Premium Edition plus Chimperator Katalognummer. Und auf der Rückseite, hier haben wir etwas Schweiß, auf der Rückseite haben wir dann wieder die Tracklist. Also 13 Stück sind es geworden auf dem Album.
plus die 6 Bonus-Tracks. Zwei davon wirklich, ja, Bonus-Bonus-Tracks und vier davon Remix-Tracks. Auch hier wird die DVD angeführt, plus Barcode und Beteiligte. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir natürlich zum Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich die Lyrics abgedruckt. Jawohl. Dann haben wir hier Fotos von Crow. So sieht er aus. Weitere Lyrics und Fotos. Soweit ich informiert bin, sind auch wirklich die Fotos, die wir hier drin sehen, allesamt von Crow selbst aufgenommen worden. Also, man sieht natürlich ihn, aber ich glaube, wir kommen dann noch dazu. Wir haben hier weitere Lyrics, weitere Fotos. Also, sehr schön, wir haben hier wirklich pro Track einmal ein passendes Foto. So, und jetzt würde mich interessieren, ob es hier irgendwo lesen. Nein, also wir haben hier die Credits zu den einzelnen Tracks. Sonst, danke und Grüße. Okay, also steht jetzt nicht genau, wer die Fotos gemacht hat. Eventuell ist das hier, ah doch, hier steht irgendwas. Hier, genau diese Zeile, Delia Baum, sie macht die besten Fotos. Okay, hier auch wieder Crow abgebildet. Und so sieht das dann auf der Rückseite aus. Also hier noch weitere Credits. So, dann kommen wir zur Album-CD. Sieht so aus. Crow Reop Premium Edition lesen wir hier wieder. Und dahinter haben wir noch einen zweiten Abschnitt und hier befindet sich dann die DVD. Also dieser DVD haben wir den FSK 0 Hinweis zu verdanken. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Hier hinten übrigens in weiß. Und natürlich haben wir auch noch Instrumentals zum Album. Die kommen hier in grau und rosa. 13 Stück, also die Bonus-Tracks sind hier nicht mit drauf. Und so sieht dann die CD aus. Auch hier in grau und rosa. Das Ganze in einer Papphülle. Jawohl. So, dann haben wir ein Gewinnspielkärtchen, ein kleines Infozettelchen. Meines Wissens ist das schon lange durch. Also wie gesagt, das Album kam ja 2012 und wurde eben unter allen Boxkäufern, also wir sehen es hier, zwischen 1 und 7.000, das sind eben die durchnummerierten Boxen und eine von diesen gab es eben dann als Gewinner. Die Gewinnernummer wird dann über die Crow Facebook-Seite zusammen mit deiner E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Wenn du der Gewinner bist, melde dich dann bitte umgehend mit einem Foto deiner Panda Panda Deluxe Edition. Jawohl, also keine Ahnung, welche Nummer damals gewonnen hat, aber ich gehe mal davon aus, meine war es nicht. Und dann haben wir als weiteren Inhalt diesen Aufnäher. Auch hier wieder die Panda-Maske, aber etwas abgewandelt. Etwas aggressiver hier. Ups, jetzt fällt es mir gleich runter. Und dann lesen wir hier seitlich noch, was hier steht. Mama ain't raised no sucker. I ain't scared of no struggle. Okay, also meine Mutter hat keinen, ja, wie soll man es übersetzen, keinen Schwächling, keinen Versager großgezogen. Ich fürchte mich nicht, ich habe keine Angst vor Ärger oder vor Hindernissen. Und der kommt kreisförmig. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann ein Shirt mit dabei. Wie gesagt, in der anderen Boxvariante gab es das Shirt in S, also eine Größe kleiner und mit einem anderen Motiv. Hier haben wir wieder das Albumcover, aber nicht in grün-weiß, sondern eben in grau. Ansonsten haben wir hier nichts weiter aufgedruckt, also weder die Ärmel noch der Rücken sind irgendwie bedruckt. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M.
Wie gesagt, M in allen diesen Boxen einheitlich. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Dann haben wir diesen Patch, diesen Aufnäher hier kreisförmig. Das kleine Zettelchen bezüglich des Gewinnspiels. Sowie die Instrumentals in der Papphülle. 13 Stück an der Zahl. Und natürlich das Album an sich inklusive DVD im Super Jewel Case. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Rayop von Crow. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crow unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.